Es ist besser zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, nicht genossen zu haben. Das sagte Giovanni Boccaccio. Ein Stück sizilianische Schokolade aus Modica mit Pistazien. Es ist wohl besser für meine Linie, wenn ich mich mit italienischer Literatur befasse, anstatt mich mit italienischer Schokolade zu befassen. Das, was ich euch heute vorstellen möchte, ist eines der Meisterwerke der italienischen Literatur des Trecento und passt wunderbar zu unserer aktuellen Situation. Apropos, das Trecento ist die Zeitspanne von 1300 bis 1399. Zu dieser Zeit wurde Europa von einer der wahrscheinlich verheerendsten Pandemien aller Zeiten heimgesucht, und zwar von der sogenannten Schwarzen Pest. 25 Millionen Europäer circa starben daran. Das war ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Kontinents zur damaligen Zeit. Es geht dabei aber nicht um die göttliche Komödie von Dante Alighieri, wie wahrscheinlich schon einige von euch vermutet haben, sondern um ein Werk mit einem gräzisierenden Titel, nämlich das Decameron von Boccaccio. Ja, Decameron, Deca 10, bedeutet so viel wie 10 Tage Werk. Die Zahl 10 übrigens ist für die damalige Zeit eine sogenannte Numerus Perfectissimus, eine perfekte Zahl, fast schon eine göttliche Zahl. Wahrscheinlich auch in Anlehnung an die 10 Gebote. Das Buch, was Boccaccio verfasst, ist eine Novellensammlung und ist ausschlaggebend für die europäische Novellistik der darauffolgenden Jahrhunderte. Die Zahl 10 benutzt auch Hermann Hesse 1981 in der Biografie über Boccaccio, wo er sagt, Boccaccio schreibt 10-mal besser als ich. Zehn junge Florentiner aus adligen Familien treffen sich zufälligerweise in der Kirche Santa Maria Novella. Dort beschließen sie, gemeinsam mit ihren Dienerschaften, aus der Stadt zu gehen und sich aufs Land zurückzuziehen. Dieses Werk besteht also aus insgesamt 100 Geschichten, die an 10 verschiedenen Tagen zusammengestellt werden. Diese jungen Leute lenken sich also ab auf dem Land in Fiesole mit gutem Essen, mit guten Getränken, mit Tanz, Musik, und sie erzählen sich Geschichten. An jedem Tag wird ein König oder eine Königin bestimmt, der oder die den Themenkreis beschließen darf, zu dem an dem jeweiligen Tag alle anderen und inklusive natürlich auch der König oder die Königin eine Geschichte erzählen sollen. Die Einleitung des Boccaccio ist eine Art Memento Mori, kann man sagen. Das ist eine, sagen wir so, handelt von der Vergänglichkeit der Zeit. Und die Grundidee Boccaccios zur damaligen Zeit war eben die, wie in diesem Aphorisma, was ich euch eben genannt habe, es ist besser, Dinge zu tun und es später zu bereuen, als später zu bereuen, dass man Dinge nicht getan hat. Die Schauplätze, an denen die Geschichten stattfinden, umfassen die damals bekannte Welt, also die gesamte damals bekannte Welt. Die dargestellten Personen sind Könige, Sultane, aber auch einfache Personen wie Bauern, Handwerker oder Spitzbuben oder Prostituierte oder auch Kleriker, die jedoch nicht besonders gut davon kommen, denn häufig verstoßen sie auf gravierende Art und Weise gegen die Sittenmoral. Deswegen wurde das Buch auch von der katholischen Kirche abgelehnt, denn es ist an vielen Stellen in diesem Buch zu erkennen, dass die sexuelle Freizügigkeit oder der Sinngenuss einen höheren Stellenwert annimmt als die christliche Sittenmoral. Übrigens, 1971 verfilmte ein Genie des italienischen Films, Pierpaolo Pasolini,
dieses Decameron, und das ist auch die Version, also die Verfilmung des Decameron, die ich euch wärmstens empfehle. In den nächsten Videos werde ich euch die ein oder andere Geschichte des Decameron etwas näher bringen. Und ihr werdet merken, das sind wirklich sehr, sehr faszinierende Geschichten. Also da geht es von feiner Erzählung bis zu ganz derber Erzählung, von komischen bis zu tragischen Situationen. Da ist alles Mögliche drin. Es ist ein wahrer Genuss. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und lade euch ein, dazu die nächsten Videos über Il Decamerone mit zu verfolgen. Grazie a tutti, ciao!